Und ich rufe den Tagesordnungspunkt 72 auf. Das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU mit klarem Kurs durch die Pandemie in Hessen und Deutschland. Und zu Wort gemeldet hat sich Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Klaus. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir leben seit 6 Monaten mit und in einer Pandemie. In so einer unsicheren Lage hilft nur der eigene Kompass für einen klaren Kurs, und den hat die CDU in Bund und Land. Hinzu kommt die Tatsache, dass man ruhig und besonnen am Steuer bleibt, um die Koordinaten auch zu erreichen. Die Koordinaten der schwarz-grünen Koalition sind der Lebens- und Gesundheitsschutz, die Handlungsfähigkeit und somit die Unterstützung für die Hessinnen und Hessen. Lassen Sie mich 3 Aspekte vorwegnehmen. Die Menschen in Hessen sind mit unserer Arbeit zufrieden. Zweitens, die Lage ist stabil. Und drittens, die CDU-geführten Regierungen in Bund und Land arbeiten erfolgreich und sind handlungsfähig. Meine Damen und Herren, ich komme ja noch dazu. Zum ersten Aspekt, das Verständnis und die Zustimmung. Die Zustimmung zu den hessischen Maßnahmen sind weiterhin sehr hoch. Maßgeblich dafür steht natürlich unbestritten die von Volker Bouffier angeführte Landesregierung. Die Zustimmung liegt auch bundesweit bei 88%, und das ist einer der höchsten Zustimmungswerte weltweit. Eine Wahrheit gehört noch dazu. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir müssen voraussichtlich noch eine längere Zeit mit ihr leben. Ich verstehe zutiefst das Bedürfnis nach Normalität. Ich verstehe zutiefst das Bedürfnis, auch die eigenen Eltern wieder in den Arm nehmen zu können. Ja, Corona hat unser Leben schmerzhaft verändert. Aber wir müssen gleichzeitig mit Corona umgehen. Und wenn wir uns an AHA, also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken halten, dann ist das momentan der einzige Kurs in Richtung Normalität. Die Vorbereitungen dafür sind auch getroffen. Bereits Anfang Juli hat der Innen- und der Sozialminister einen Eskalationsplan, Frau Präsidentin, vorgelegt, der ein Agieren genau vor Ort ermöglicht. Ein Stufenplan, der frühzeitig Maßnahmen beschreibt, wenn die Infektionszahlen steigen. Ja, das Ansteigen haben wir auch nach den Ferien erlebt. Die wichtige Botschaft ist aber, dass der Stufenplan funktioniert hat und dass die Infektionszahlen in den hessischen Hotspots alle rückläufig sind. Wir danken allen Verantwortlichen vor Ort, die aufgrund des Stufenplans frühzeitig und konzentriert am Infektionsgeschehen gearbeitet und reagiert haben. Häufig wird natürlich auch der Ruf nach einheitlichen Regeln laut, aber genau eine Einheitlichkeit widerspricht ja einem gestuften Verfahren und einem konzentrierten Vorgehen. Aber auch da lassen Sie mich ein Beispiel geben. Schauen wir uns doch noch einmal die Schule an. Auch da hat der Plan funktioniert, denn ich darf Ihnen sagen, am heutigen Tag haben 99% der hessischen Schülerinnen und Schüler Unterricht. Das ist ein riesiger Erfolg.
Daneben hat die Landesregierung auf 134.000 Anträge fast 1 Milliarde € Soforthilfe geleistet in den verschiedenen Bereichen von Gastronomie über Handel, Tourismus usw. So dazu kamen Mikroliquiditätskredite, steuerliche Soforthilfen, Vereins- und Kulturprogramme. Wie Sie wissen, wir haben uns für eine schnelle Handlungsfähigkeit entschieden. Und die CDU im Bund hat das auch getan, gemeinsam mit der Regierung dort. Ja, wir haben hier auch in der letzten Woche Entscheidungen getroffen. Die Überbrückungshilfe wurden für die kleinen und mittelständischen Betriebe verlängert, ebenso der erleichterte Zugang in die Grundsicherung und auch das Kurzarbeitergeld wurde verlängert. Nur eine Maßnahme mal aufgezählt von vielen aus diesem Strauch. Und, meine Damen und Herren, wenn ich eine Sache noch sagen darf. Wenn eine Gefahr unsichtbar ist, dann heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Dann heißt das nur, dass sie besonders gefährlich werden kann. Und das ist ein Punkt, den einige Menschen nicht verstehen wollen. Wir stehen natürlich zum Grundrecht der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und der Demonstrationsfreiheit. Und natürlich hat auch jeder das Recht, an einer Demonstration sich zu beteiligen und seine Meinung zur Äußerung. Frau Klaus, kommen Sie zum Schluss. Aber das Bild von Reichskriegsflaggen vom Reichstag, das ist furchtbar besorgniserregend und lässt einen Schimmer der schlimmen Geschichte über den Rücken laufen. Abschließend stelle ich fest, dass wir weiter engagiert dafür arbeiten, dass der gemeinsame demokratische Grundkonsens erhalten bleibt. Denn es gibt schon Mittel gegen Corona. Das sind ein klarer Kurs, Besonnenheit, Rücksicht und Aha. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich Herrn Richter von der AfD das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit klarem Kurs durch die Pandemie in Hessen und Deutschland. Meine Damen und Herren der CDU, das kann nicht Ihr Ernst sein. Wirklich nicht. Das ist doch wohl wirklich Realsatire. Sie müssen doch in einem Paralleluniversum existieren, aber nicht in dem, wo wir hier arbeiten. Richtig ist, dass Sie die ersten 8 Wochen schon mal wirklich völlig verschlafen haben, dass 8 wichtige Wochen, in denen man einen wirtschaftlichen Lockdown hätte verhindern können und das, meine Damen und Herren, auch hätte verhindern müssen. Das ist wohl Ihre Sicht von Ruhe und Besonnenheit. Wir warten mal, was passiert, und dann gehen wir halt in den Lockdown. Sie haben zu der Zeit Großveranstaltungen zum Fasching noch zugelassen, als die Zahlen deutlich höher waren als heute. Und was wir Ihnen hier ganz deutlich sagen müssen, sind heute dabei, bei wesentlich geringeren Zahlen in einen Aktionismus zu verfallen, wo deutlich eine politische Instrumentalisierung zu erkennen ist. Wir als AfD hatten in früheren Aussprachen hier im Hause ganz klar gemacht, dass Sie einen Vertrauensvorschuss der Bevölkerung bekommen haben und diesen bitte nicht ausnutzen. Scheinbar aber sind die Möglichkeiten, die Sie mit einer überspitzten Darstellung der Ist-Situation haben, so verführerisch, dass Sie sich haushalterisch einen Blankoscheck ausstellen lassen, wissenschaftlich nur einseitig aufklären und die Bevölkerung bei wichtigen Entscheidungen völlig außen vor lassen. Sie benutzen eine Viruserkrankung zur politischen Selbstdarstellung und sind in Wahrheit aber nicht einmal ansatzweise in der Lage, wichtige Maßnahmen zu ergreifen, die bei den Menschen Akzeptanz erzeugen, damit sie diese nicht als Einschränkung ihrer Freiheitsrechte empfinden. Ihr Stufenplan ist eben nicht nutzbringend. Nehmen wir hier den Hessischen Landtag als bestes Beispiel, wie man etwas schlechter nicht gestalten kann. Nach nunmehr 8 Monaten sind wir im Landtag immer noch nicht in der Lage, dass alle Abgeordneten vollumfänglich bei einer Plenarsitzung an ihrem Arbeitsplatz arbeiten können. Für viele Unternehmen, für Veranstalter, für Künstler, für die Gastronomie, für Schausteller und viele, viele mehr haben Sie keinerlei Möglichkeiten geschaffen, mit vernünftigen Konzepten wieder in ein fast vollumfängliches Arbeiten einzusteigen. Dabei wäre dies, meine Damen und Herren, durchaus möglich. Regen Sie sich ruhig auf. Die Wahrheit ist aufregend. Das ist mir klar. Es wäre möglich, wenn man nicht aktionistisch auf unsinnige Regularien pocht,
die bei der Bevölkerung keinen Rückhalt haben, sondern damit beginnt, stückweise an die Rückführung von Maßnahmen zu denken, diese zu überwachen und nachfolgend die Ergebnisse in neuen Maßnahmen oder neue Rückführungen münden zu lassen. Am Dienstag hat unser geschätzter Landtagspräsident die Masken gelobt, die jeder Abgeordnete bekommen hat. Und was soll man dazu sagen, wenn Masken in dieser Form propagiert werden, die aber im Kern völlig nutzlos sind und nicht den notwendigen Spezifikationen entsprechen, die wirklich Schutz bieten? Uns scheint es so. Uns scheint es so, als ob Sie diese Pandemie dazu nutzen, eine gesellschaftliche Veränderung vorzunehmen, die Ihnen sehr zugutekommt, da Sie auf diese Weise sowohl die Bürger unseres Landes als auch demokratisch gewählte Parlamentarier einschränken. Also, ich habe ja keine Ahnung, wer jetzt miteinander diskutiert, aber es wäre nett, wenn das, was Sie sagen, wäre schon schön. Ja, ja, Herr Frömmrich, Ihre Zurufe sind immer unglaublich nutzbringend. Sie helfen aber wirklich uns überhaupt nicht weiter in der Sache. Medial findet weiter kein öffentlicher Austausch zwischen Wissenschaftlern in den öffentlich-rechtlichen Medien statt, sodass wir auch gesellschaftlich über Notwendigkeiten diskutieren, Risiken und Chancen abwägen und dies demokratisch nachfolgend legitimieren. Nein, Sie nennen das, was Sie tun, einen klaren politischen Kurs. Diskreditieren jede anders geartete Meinung und nähern sich damit immer mehr einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Das sollten Sie sehr ernst nehmen, vieler Branchen, anstatt Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die mehr Chancen als Risiken bieten. Ich meine das wirklich so, was ich hier sage. Mir liegt unser Land am Herzen. Ich liebe mein Land. Scheinbar tun Sie es nicht. Ich liebe es. Denn dass eine Gesellschaft Risiken nur dann bewerten kann, wenn sie vollumfänglich über alle wissenschaftlichen Erkenntnisse verfügt, dürfte selbstverständlich sein. So geht das nicht, meine Damen und Herren, von der Regierungskoalition. Und gerade weil wir die Bevölkerung schützen müssen, dürfen wir das definitiv nur mit den richtigen und den notwendigsten Mitteln betreiben und auch nur dort und garantiert nicht, weil es Ihnen gerade so politisch in den Kram passt und Sie sich auf diese Weise bei einem großen Teil der Bevölkerung profilieren können. Das ist hier mal nicht der Zeitraum, um sich selbstständig zu loben. Angst ist kein guter Ratgeber, haben Sie zu vielen Gelegenheiten früher zum Ausdruck gebracht. Heute sind Sie es, die Ihre Politik über Angst definieren und nicht mehr über Aufklärung. Ihr selbsternannter Kurs trägt totalitäre Züge, ist medizinisch und wissenschaftlich in weiten Teilen nicht mehr nachvollziehbar und zerstört dauerhaft wirtschaftliche Strukturen, die das Überleben unserer Volkswirtschaft erst ermöglichen. Beginnen Sie endlich, einen richtigen Kurs zu fahren, anstatt einen klaren, aber einen falschen Kurs. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Als nächstes darf ich den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Wagner, nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zum Vorredner vielleicht nur so viel. In den Staaten auf der Welt, in denen Ihren kruden Thesen gefolgt wird, ist die Zahl der Infektionen, ist die Zahl der Erkrankten, ist die Zahl der Toten so hoch wie in keinen anderen Staaten. Wir diskutieren in der Öffentlichkeit und auch hier im Landtag viel über große Herausforderungen der Corona-Krise, manche kleine Herausforderungen. Manche Herausforderung wird auch im politischen Raum größer dargestellt, als sie sein müsste. Deshalb ist mir eine Feststellung zu Beginn dieser Rede besonders wichtig. Deutschland und Hessen ist bislang vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Und das, meine Damen und Herren, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, wenn wir uns die Entwicklung in anderen Staaten auf dieser Erde anschauen.
Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Es hat sehr viel mit klugen Entscheidungen zu tun. Es hat sehr viel mit dem besonnenen Verhalten der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Und ja, es hat natürlich auch mit Politik etwas zu tun. Wir haben das in Deutschland und in Hessen bislang gut gemacht, die Bewältigung dieser Krise. Und das hängt nicht an Einzelnen. Das ist eine große Gemeinschaftsleistung, die da erbracht wurde, von Bürgerinnen und Bürgern im Gesundheitswesen, von der Gesellschaft insgesamt, aber natürlich auch von der Bundesregierung, natürlich auch von den Kommunalverantwortlichen und natürlich auch von der Hessischen Landesregierung. Und deshalb will ich stellvertretend für alle, die sich über alle Maßen in dem Bereich engagieren, den Mitgliedern des Corona-Kabinetts ein ganz herzliches Dankeschön für diese Arbeit leisten. Das ist der Ministerpräsident, das ist der stellvertretende Ministerpräsident, das ist der Finanzminister, das ist der Sozialminister, das ist der Innenminister, das ist der Chef der Staatskanzlei. Hier wurde und wird wirklich gute, sehr gute Arbeit geleistet, meine Damen und Herren. Dass wir die Krise gut bewältigt haben, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Krise nicht vorbei ist. Die Krise ist nicht vorbei. Das haben wir in den vergangenen Wochen gesehen an der Entwicklung von lokalen Infektionsgeschehen. Und wir sehen es auch daran, dass sehr viele Menschen nach wie vor sehr stark unter dieser Krise leiden. Ich denke an die Messe- und Veranstaltungsbranche, ich denke an Kulturschaffende, ich denke an die vielen Menschen in Kurzarbeit, ich denke an die steigende Arbeitslosenzahl, ich denke an Insolvenzen, die es schon gegeben hat und die, ich fürchte, auch weitergehen. Die Krise ist nicht vorbei. Und deshalb bleibt es richtig, umsichtig und besonnen zu sein. Das größte Ziel, was wir alle haben müssen, ist, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Und ich verstehe jede Debatte über Einschränkungen von Freiheitsrechten. Ich verstehe jede Debatte darüber, dass man sagt, können wir nicht noch weiter lockern, können wir nicht mehr wirtschaftliche Betätigung auch in Branchen zulassen, wo das zurzeit nicht geht. Ich verstehe diese Debatten. Sie haben ihre Berechtigung. Sie müssen geführt werden. Nur ich glaube, ein Wettbewerb um die schnellste Lockerung, die wird am Ende genau diesem Ziel nicht helfen, mehr Freiheit zu gewähren, mehr wirtschaftliche Betätigung zu erlangen. Denn zu schnelle Lockerungen, unüberlegte Lockerungen, die können zum zweiten Lockdown führen. Und dann hätten wir für die Freiheit der Menschen, für die wirtschaftliche Entwicklung genau das Gegenteil erreicht von dem, was eigentlich notwendig ist, meine Damen und Herren. 5 Minuten kann man leider nicht viel ausführen. Ich will eine Sache noch sagen, weil es mir wichtig ist. Ja, weltweit betrachtet sind wir in der größten Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wenn wir uns Deutschland anschauen, ist mir aber eine Bemerkung wichtig, und die kommt mir in der Debatte zu kurz. Die Menschen in Ostdeutschland haben schon mal eine weit größere Krise überstehen müssen. Und das war der Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft in den 90er Jahren. Das war für die Menschen in Ostdeutschland eine weit größere Krise. Wir haben auch diese Krise bewältigt, und daraus können wir die Zuversicht schöpfen, dass wir auch diese Krise weiterhin gut bewältigen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD erteile ich der Fraktionsvorsitzenden Frau Faeser das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Wagner, ich teile das, was Sie am Anfang gesagt haben. Es ist wirklich so, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sind. Und das ist etwas, was man in der Tat hier auch mal bei einer solchen Debatte sagen kann. Das ist etwas, wo ich denke, dass uns dieser Tage auch besonnen bleiben sollte in all den Maßnahmen, die es noch braucht. Denn es geht nach wie vor
um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und es geht aber auch um die Menschen, die jetzt schon in der Krise sehr stark leiden. Das sind die, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das sind die, die in Kurzarbeit sind. Das sind die, die versuchen, alles gleichzeitig zu stemmen. Viele, die immer noch im Homeoffice sind. Auch das ist eine Umstellung der Arbeitsweise. Viele, die um ihre Arbeitsplätze fürchten. Und ich glaube, dafür muss Politik Antworten geben und auch da sein. Das ist in diesen Tagen sehr gefragt. Und deshalb gilt auch unser Dank als Sozialdemokraten insbesondere denen, die in der Krise so herausragende Arbeit geleistet haben, nämlich dem Pflegepersonal, den Ärztinnen und Ärzten, den Busfahrern, den Beschäftigten in den Supermärkten, in den Drogerien, die in schwierigsten Tagen arbeiten mussten und sich einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt haben, und vor allem denjenigen, die in den Schulen und Kitas unter wirklich schwierigen Bedingungen ihr Bestes gegeben haben, meine Damen und Herren. Und es gilt all jenen, die sich an die Regeln halten, den Abstand wahren, die Einschränkungen in Kauf nehmen, auch wenn es vielen sicherlich persönlich schwerfällt. Und unser Dank gilt besonders denjenigen, die, wie die drei Polizeibeamten jetzt vor dem Reichstag exemplarisch gezeigt haben. Das ist wirklich Zivilcourage, sich dort Menschenmassen entgegenzusetzen, entgegenzustellen unter Inkaufnahme eines riesigen Risikos für das eigene Leben und die Unversehrtheit und damit ein wichtiges politisches Signal gegen die Feinde unserer Demokratie gesetzt haben, meine Damen und Herren. Das ist vorbildhaft dieser Tage. Was nicht vorbildlich ist, meine Damen und Herren, ist, dass wir uns hier von Schwarz-Grün anhören müssen, wie toll Sie sind und wie super Sie alles gemacht haben. Ja, weil ich will das sagen, das gehört ja auch zu einer Aussprache in diesen Tagen dann dazu, dass in der Krise auch vieles gefehlt hat, nämlich beispielsweise Schutzausrüstung in Krankenhäusern für Pflegekräfte. Fehlt es übrigens an manchen Stellen wieder, weil nicht hinreichend Material dort nach wie vor beschafft werden kann. Es fehlt eine Wirtschaftspolitik, die ihren Namen verdient hat. Und es fehlt der Respekt vor den Rechten der Opposition und der Landesverfassung, meine Damen und Herren. Auch das wollen wir dieser Tage nicht vergessen. Und es fehlt, und dazu können Sie ja gleich etwas sagen, ein Ministerpräsident, der führt, anstatt sich von seinen Schwächen der Fachminister vorführen zu lassen. An einem hat es jedenfalls nie gefehlt, am Selbstlob dieser Landesregierung. Und ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, könnte man mit Eigenlob Autos antreiben, dann wäre der Kollege Al-Wazir eine nie versiegende Quelle der Energie. Die Wahrheit ist aber auch, dass Hessen nicht dank, sondern trotz dieser Landesregierung gut durch die Krise gekommen ist. Und immerhin verrät der Titel Ihrer Aktuellen Stunde eine gewisse Selbstironie, finde ich. Denn der klare Kurs, von dem Sie sprechen, lässt sich ohne die schwarz-grüne Brille nämlich leicht anders beschreiben, nämlich als Zickzack. Zickzack. Und ich will das noch einmal an Beispielen belegen. Maske nein, Maske ja, Maske vielleicht. Ach na ja, dann macht es doch an den Schulen, wie ihr wollt. Und nur im letzten Moment kam eine klare Ansage. Stufenplan nein, dann Stufenplan ja. Tablets für Lehrerinnen und Lehrer, ja, dann doch wieder nein für Tablets für Lehrerinnen und Lehrer. Testen nein, testen ja. Der Sozialminister sagt so, der Ministerpräsident sagt das Gegenteil. Das ist also Ihr klarer Kurs in der Gesundheitspolitik und der Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Das sehen wir völlig anders. Das ist mehr als alles andere Zickzack. Und, Herr Ministerpräsident, ich habe mit großem Interesse Ihr Sommerinterview verfolgt und dass Sie ja vorhaben, Ihr Amt bis zum Ende der Wahlperiode zu behalten.
dann sollten Sie aber auch langsam anfangen, es so auszuüben. Ich will einmal an den Artikel der FAZ erinnern vom 24. August dieser Tage, der Ihnen hierhin einen klaren Weckruf geschickt hat und gefragt hat, wo Sie denn eigentlich sind, Herr Ministerpräsident. Frau Faeser, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Wir hätten uns gewünscht, dass dieser Tage sich nicht nur auf Berlin verlassen wird, sondern dass ein klarer Kurs gerade in der Wirtschaftspolitik für die Arbeitsplätze der Menschen hier in unserem Bundesland geführt wird und dass nicht nur die großen Hilfspakete aus Berlin kommen, sondern auch aus Hessen. Wir wünschen uns, dass Sie Ihrer Verantwortung hier klarer nachkamen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die FDP erteile ich nun Herrn Fraktionsvorsitzenden Rock das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Matthias Wagner hat zu Recht auf den Erfolg guter politischer Maßnahmen überall in der Welt hingewiesen, wo wir sehen können, dass die Grundlinie der Corona-Politik in unserem Land unumstritten ist. Die Priorität, die wir dem menschlichen Leben einräumen und natürlich das Augenmaß, das wir jetzt wieder im Hochfahren der Gesellschaft benötigen. Und es ist auch richtig, dass wir im Parlament streiten über den richtigen Kurs. Der Streit, der dazu führt, und das Austausch der Argumente, die Menschen verstehen, wie sich dieser Kurs entwickelt und warum er sich entwickelt. Und diese Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern und den Menschen, das ist das, was momentan so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Die Menschen müssen verstehen, warum wir was machen, warum die Regierungen was machen. Und sie müssen eine Perspektive haben, wie denn der Kurs weitergehen soll. Und wenn man das verinnerlicht hat, kann ich heute nicht nachvollziehen, dass wir in einer fünfminütigen Aktuellen Stunde über dieses Thema diskutieren. Ich könnte verstehen, wenn wir in einer Regierungserklärung des Ministerpräsidenten einem ausführlichen Antrag, einem Konzept, das dem Hessischen Landtag vorgelegt wird, an dessen Linie wir diskutieren können und den Menschen in unserem Land deutlich machen können, wie denn die Zukunft in unserem Land aussehen soll. Das wäre der richtige Weg gewesen an dieser Stelle, um mit diesem Thema adäquat umzugehen. Ich will noch einmal deutlich machen, lieber Kollege Wagner, was wir in so einer Krise brauchen. Das ist die Fähigkeit zur Selbstkritik, das ist die Fähigkeit zur Abgewogenheit. Das ist der Gemeinsinn, den man deutlich machen muss, das Zusammenhalten der Gesellschaft. Und eine Regierung muss natürlich der Bevölkerung auch eine Perspektive, Zuversicht vermitteln. Das sind die Dinge, die wir heute brauchen. Und was machen Sie? Sie machen hier eine fünfminütige Aktuelle Stunde, indem Sie das größtmögliche politische Klein-Klein darlegen, das man in dieser Krise überhaupt leisten kann. Und ich sage es Ihnen, oder ich rufe es Ihnen noch einmal in Erinnerung, es gibt einen hessischen Sonderweg in der Bewältigung der Corona-Krise. In jedem anderen Landtag, im Deutschen Bundestag, ist es gelungen, in der Krise das Parlament zusammenzuhalten, ist es gelungen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Nur Sie hier in Hessen haben eine große Verwundung ausgelöst, haben großen Streit ausgelöst, weil es nicht gelungen ist, diesen Gemeinsinn, den man in der Krise braucht, auch in unserem Hessischen Landtag voranzubringen und sicherzustellen. Das haben Sie zu verantworten. Und ich hätte mir sehr gewünscht,
ein selbstkritisches Wort von Ihnen, Frau Claus, ein selbstkritisches Wort, ein Hinweis, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat, ein Anerkenntnis einer Schwäche dieser Landesregierung, weil was Sie hier gemacht haben, ist ein Affront gegen alle, die hier gemeinsam versuchen, diese Krise zu bewältigen. Das ist der Versuch, politischen Profit aus dem Leiden der Menschen in unserem Land zu ziehen. Das ist unanständig. Und Frau Kollegin Faeser hat es ja gesagt, also auch noch von klarem Kurs dieser Landesregierung zu sprechen, das ist doch ein Aberkennen aller Realität, die wir erlebt haben. Eintrachtspiel findet statt, findet nicht statt. Maske findet statt, findet nicht statt. Schule werden geschlossen, werden nicht geschlossen. Also ist ein dauerhafter unterschiedliche Botschaft, die wir hier erlebt haben. Wir haben Demonstranten hier gesehen, wir haben entsetzte Eltern gesehen. Wir erleben jetzt die Solo-Selbstständigen jede Woche. Sie können doch nicht behaupten, dass Sie hier in einer Situation wären, dass hier alles läuft in Hessen. Das ist doch eine Wahrnehmung, die sich keinesfalls mit der Realität trägt. Und ich wünsche mir von Ihnen, zum Abschluss, dass Sie zumindest in der nächsten Plenarwoche in einer Regierungserklärung den Menschen in Hessen erklären können, wie wir aus dieser Situation, dieser schwierigen Situation nach dem Lockdown hier herauskommen, wie wir wieder zu mehr Normalität in der Krise kommen, dass sie den Menschen eine Perspektive in so ein Land geben und nicht immer nur Angst verbreiten, sondern Chancen aufzeigen, wie wir mit dieser Krise vernünftig leben können. Das ist Ihre Aufgabe, und der sollten Sie nachkommen. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Wissler, gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit klarem Kurs durch die Pandemie ist der Titel dieser Aktuellen Stunde der CDU überschrieben. Klarer Kurs, das ist ja eine gern genutzte CDU-Floskel, die meistens so viel sagen soll wie: Wir lassen uns nicht beirren von Bedenken, von guten Argumenten oder gar der Realität. Wir ziehen unseren Stiefel durch. Aber in den letzten Monaten gab es ja in der Tat auch ein paar Kursschwankungen bei Ihrem sogenannten klaren Kurs. Ich kritisiere das ja gar nicht an jeder Stelle. Ich meine, immerhin haben Sie eingesehen, dass man mit Schuldenbremse und schwarzer Null nicht durch eine Krise kommt, dass Investitionen, die wir seit Jahren gefordert haben und in Haushaltsanträgen auch beantragt haben, dass man die vielleicht doch mal tätigen sollte. Und da haben Sie Ihren Kurs ja an einigen Stellen dann doch verändert. Aber es gab eben auch die eine oder andere sehr kurzfristige Kurskorrektur. Darauf ist schon hingewiesen worden, was gerade für die Schulen, für die Kitas, aber auch für Eltern und Unternehmen schwierig war, dass sie oftmals mit 2 Tagen Vorlauf angekündigt haben, welche Öffnung oder welche Schließung jetzt kommt, und es einfach sehr schwer war, für die Menschen sich darauf einzustellen. Also von daher bin ich ein bisschen unsicher, ob man hier jetzt wirklich von klarem Kurs sprechen sollte, meine Damen und Herren. Und man muss sagen, trotz der Milliardeninvestitionen steht vielen Menschen das Wasser bis zum Hals und einigen auch schon zu den Haarspitzen. Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die in Kurzarbeit sind und große Einkommensverluste hinnehmen mussten, Leiharbeiter, Minijobber, diese Menschen, die haben es verdient, dass man nicht schulterzuckend sie damit abspeist, dass man sagt, wir können halt nicht alle retten, sondern deren Sorgen und deren Existenznöte müssen wir ernst nehmen. Und es gibt einige Branchen, die mussten nur einige schwere Monate überstehen. Und bei denen war eben Maßnahmen wie Kurzarbeit, Soforthilfe oder Überbrückungskredite, denen war damit geholfen. Aber es gibt eben auch Bereiche, die unterliegen immer noch einem drastischen Nachfrageeinbruch, etwa bei den Reisebüros, bei den Busunternehmen, bei den Cateringfirmen. Und einige Branchen unterliegen faktisch immer noch einem Berufsverbot, nämlich in der Kultur und im Kultur- und im Veranstaltungsbereich. Und in diesen Branchen sind es zum einen die Beschäftigten, die in der Kurzarbeit sind, aber es sind natürlich auch die Solo-Selbstständigen, die weiterhin oft durchs Raster fallen. Sie haben nämlich oft nicht einmal von der Soforthilfe profitieren können.
Sie haben häufig auch keine großen Rücklagen. Und da rede ich eben von den selbstständigen Veranstaltungstechnikerinnen, von Schauspielern, von Messebauerinnen oder von Dolmetschern. Das sind alles Gruppen, die gerade sich größte Sorgen um ihre Existenz machen. Und die Antwort kann doch nicht sein, beantragt doch Hartz IV. Hier brauchen wir eine Lösung. Diese Menschen, die durch staatliche Maßnahmen, die größtenteils zu Recht auch erlassen wurden, die ihre Berufe nicht ausüben können, diesen Menschen müssen wir helfen, meine Damen und Herren. Und es geht auch um gemeinnützige Strukturen, wie z.B. die Jugendherbergen, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir haben gerade die Woche gelesen, 3 Jugendherbergen in Hessen werden schließen. Damit werden Strukturen doch zerstört, die über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind und die gerade so wichtig sind für Kinder, Jugendliche und Familien, die sich sonst eben keine Urlaube leisten können regelmäßig. Die brauchen doch diese Strukturen. Und deswegen müssen wir doch alles daran setzen, die Struktur der Jugendherbergen zu erhalten, um dieses Angebot auch weiter in Hessen zu haben, meine Damen und Herren. Und da ist eben die Frage, wie sieht diese Gesellschaft nach der Krise aus? Die Beschäftigten demonstrieren und die kämpfen doch nicht nur um ihre Existenzen und um ihre Familien. Nein, sondern sie kämpfen für den Erhalt von kultureller Vielfalt und lebenswerten Innenstädten. Und deswegen will ich eines ganz deutlich sagen. Ja, Kultur ist systemrelevant. Ja, und diese Strukturen, die über Jahre gewachsen sind, die sind systemrelevant für eine offene, emanzipatorische Gesellschaft. Und deswegen geht es nicht nur darum, dass der ÖPNV und die Schienen und die Brücken erhalten werden, sondern das, was eben Gesellschaft auch ausmacht. Und deswegen brauchen wir gerade im Kulturbereich, bei den Veranstaltungstechnikern, bei den Konzertveranstaltern, da brauchen wir dringend Hilfe, meine Damen und Herren. Und es ist doch eine Schieflage, wenn Geldspritzen an Großunternehmen gemacht werden, aber ein paar tausend Euro für Solo-Selbstständige dann bürokratische Regeln im Weg stehen. Und dass diese Milliardenhilfen aber nicht dazu geführt haben, dass man gesagt hat, Geld nur gegen Beschäftigungsgarantien und auch Einflussnahme sich zugesichert hat, das müssen jetzt unter anderem tausende Mitarbeiter bei der Lufthansa ausbaden. So viel, das gehört auch zum klaren Kurs der CDU, dass man 9 Milliarden nicht an Beschäftigungsgarantien und nicht an Einflussnahme gekoppelt hat. Hier hat man eine Verantwortung gegenüber Beschäftigten, weil was rettenswert ist an der Lufthansa, sind nicht die Dividenden der Aktionäre, sondern in allererster Linie diese Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Und ein Letztes. Die Corona-Krise trifft alle, aber sie trifft nicht alle gleich hart. Und sie erfordert Solidarität. Und das heißt, dass die Krise, dass die soziale Ungleichheit in diesem Land nicht immer weiter wächst durch eine ungerechte Verteilung von Hilfen und Kosten in dieser Krise. Und da ist natürlich die Frage, was ist eigentlich mit den Pflegekräften und mit den Busfahrern und mit den Beschäftigten im Einzelhandel? All die Menschen, die so viel Applaus und verbale Wertschätzung. Frau Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Wann werden die denn endlich aufgewertet, meine Damen und Herren? Und ich war auf vielen Kundgebungen, Protesten bei vielen Menschen, die um ihre berechtigten Forderungen gekämpft haben. Ich will als letzter Satz sagen, keiner von denen fühlt sich davon vertreten, wenn Menschen mit Neonazis gemeinsam und Reichskriegsflaggen in der Hand auf den Straßen Berlins demonstrieren. Die Menschen, die sich berechtigte Sorgen um ihre Existenz machen, die haben mit Rücksicht, mit Solidarität, mit Abstand und mit Masken demonstriert für ihre berechtigten Forderungen. Und deswegen sind die Bilder, die wir am Wochenende in Berlin gesehen haben, furchtbar. Und sie sind ein Zeichen, dass alle Demokratinnen und Demokraten dagegen aufstehen sollten. Für die Landesregierung erteile ich dem Ministerpräsidenten das Wort. Danke schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst einmal will ich mich natürlich für die gesamte Landesregierung sehr herzlich bedanken für das Lob, das wir heute hier im Hause erfahren haben. Das tut uns gut. Und soweit die Opposition sich dem nicht anschließen konnte, überrascht es mich nicht wirklich. Deshalb seien Sie einfach versichert. Diese Landesregierung hält sich keineswegs, Herr Kollege Rock, für unfehlbar. Nein, das ist es nicht. Und wir würden uns sehr wünschen, dass wir gerade in einer solchen Situation auch durch Sie die Anerkennung unserer Arbeit erfahren. Vielleicht gelingt uns das noch. Aber was uns sehr, sehr gut tut, was uns ermutigt, was uns nie übermütig macht, die überwältigende Zustimmung der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger
Das ist das Entscheidende für unsere Arbeit. Und deshalb glauben wir, zu Recht sagen zu können, wir haben gut gearbeitet, meine Damen und Herren. Manche Diskussion muss man, glaube ich, ein bisschen einordnen. Wir haben auch, natürlich kann man in der Kürze der Zeit nicht alles besprechen, aber wir haben ja heute einen Teil. Am Dienstag haben wir über Schule gesprochen. Wir sprechen permanent über Lebensumstände, die in dieser Krise uns beschäftigen. Und meine Damen und Herren, man muss es sich immer wieder klar machen. Es ist die größte Herausforderung seit dem Krieg. Das bestreitet ernsthaft niemand. Worin liegt das? Das liegt einfach darin, dass diese Pandemie, anders als alles, was wir vorher hatten, eben nicht nur bestimmte Teile des Lebens betrifft, sie betrifft alle Teile des privaten und öffentlichen Lebens. Vom Besuch der Oma im Krankenhaus oder im Altenheim, über die Industrie, über die Vereine, über den Handel, die Gastronomie, wo Sie hinschauen, bis hin zu unserem Tagungsgeschehen. Wann hat es denn jemals so etwas gegeben? Und deshalb werbe ich dafür, bei allem Respekt vor unterschiedlichen Meinungen, lassen wir die Kirche im Dorf. Natürlich kann man in einzelnen Bereichen unterschiedliche Meinungen haben. Das ist doch in Ordnung. Es geht um den Kurs. Es geht darum, ob es uns gelingt, zwei Dinge zusammenzubringen. Nach vorne mit Zuversicht zu schauen, die Krise aktuell zu bewältigen und die Gesellschaft beieinander zu halten. Darum muss es gehen. Und darum arbeiten wir jeden Tag und nur buchstäblich von über Tag und Nacht. Und nicht nur wir, sondern in den anderen Ländern genauso und viele Menschen in unserem Land. Und dann muss man einfach einmal sagen, eine solche Pandemie gab es noch nie. Deshalb gibt es keine Vorbilder. Deshalb konnte man auch nicht sagen, wir haben Schubladenpläne. Es gibt bis heute kein Medikament. Es gibt bis heute keinen Impfstoff. Auch die Wissenschaft kann uns nicht wirklich weiterhelfen. Sie haben gesagt, Schule zu, Schule auf. Ja, es war die Empfehlung der Wissenschaft, die einmal gesagt hat, Schule auf, Schule zu. Das Gleiche haben wir erlebt mit dem Maskentragen. Das Gleiche haben wir erlebt mit der Frage, wie gehen wir denn in den Kitas mit den Kindern um? Haben Sie vergessen? Superspreader muss man als erstes zumachen. Nach einiger Zeit haben wir gesagt, nee, ist falsch. Die sind eigentlich diejenigen, die am wenigsten betroffen sind. Das ist doch nicht ein böser Wille, Unfähigkeit oder Mangel an Planung. Wenn Sie eine Situation haben, die vorher nie da war, dann müssen Sie schauen, wo können Sie Rat bekommen. Dann müssen Sie schauen, wie kriegen Sie Dinge zusammen. Dann fragen Sie die Wissenschaftler. Und wir dürfen den Wissenschaftlern ja auch keinen Vorwurf machen. Die wissen es doch selbst nicht. Und wir sind heute ein ganzes Stück weiter als im März. Wir wissen heute zum Beispiel, dass es Unsinn ist, flächendeckende Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie nicht notwendig sind. Das haben wir doch gelernt. Und zum Beispiel das Kernstück unserer Strategie ist dieser fünfstufige regionale Plan, den der Innenminister und der Sozialminister im Einklang mit allen Kommunen erarbeitet hat. Und der bewährt sich doch. Meine Damen und Herren, es macht doch keinen Sinn, wenn in Offenbach das Infektionsgeschehen hochgeht, im Werra-Meister-Kreis praktisch kein Infektionsgeschehen ist, flächendeckend das Leben lahmzulegen. Das haben wir doch gelernt. Und das machen wir. Und ich bin sehr froh, das Konzept funktioniert doch. Früh eingreifen. Wir fangen doch nicht bei 50 Inzidenzen an. Schauen Sie sich das mal an. 15, 15, 20, immer sehr früh und immer lokal angepasst. Und das Ergebnis ist, wir hatten hohe Steigerungen und glücklicherweise sind wir deutlich wieder runter. Darüber kann man sich doch nur freuen. Und deshalb ist das ein kluges Konzept. Und das bedeutet, wie es da heißt, klaren Kurs halten. Das haben wir gemeinsam erarbeitet und das werden wir auch weitermachen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich will noch einmal auf einen Punkt eingehen, der ist verschiedentlich hier genannt worden. Man braucht für klaren Kurs eine ganz klare Orientierung. Und die erste Orientierung war und ist, wir müssen den Gesundheitsschutz unserer Menschen gewährleisten. Und das ist die Nummer eins. Ja, langsam. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir nie unser Gesundheitssystem überlasten dürfen. Haben Sie alle vergessen,
die Sondersendungen von März bis Mai, kommen wir in eine Lage, wo die Ärzte entscheiden müssen, wir haben keine Kapazitäten, den einen helfen wir, und sie dürfen weiterleben, und den anderen können wir nicht helfen, und sie können nicht weiterleben. Meine Damen und Herren, es ist für mich eine der größten Befriedigungen, dass es uns gemeinsam gelungen ist. Zu keiner Zeit ist in Deutschland und auch bei uns in Hessen eine solche Situation aufgetreten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Herr Ministerpräsident, Und wenn weder Wissenschaft noch Vorbilder da sind, braucht es in einer solchen Situation Besonnenheit und klaren Kurs. Und dieser klare Kurs, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen am Beispiel unseres mehrstufigen Plans erklärt. Ich habe Ihnen gesagt, was für uns der Kern ist. Und es kommt ein zweiter Kern hinzu. Grundrechtsschutz und Gesundheitsschutz muss man in Einklang bringen. In einem freien Land sind Eingriffe in unsere Grundrechte nur nach sorgfältigster Prüfung und nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erlaubt. Das ist auch richtig so. Was folgt daraus? Diese Landesregierung hat stufenweise, Stück für Stück, unter ständiger Beobachtung des Pandemiegeschehens Entscheidungen getroffen, geprüft, wie sie sich ausgewirkt haben, und dann die nächste Entscheidung getroffen. Das war nicht immer leicht, weil wir hören sehr genau zu. Viele Menschen haben gefordert, macht doch auf. Warum die Einschränkungen? Das kann ich alles sehr gut verstehen. Wir haben trotzdem und machen das auch heute noch, Stück für Stück. Und wir haben uns zu keiner Zeit an dem wirklichen oder vermeintlichen Wettbewerb um die härteste Maßnahme, die schnellsten oder die originellsten beteiligt. Wir bleiben besonnen, Stück für Stück auf klarem Kurs, meine Damen und Herren. Deshalb dürfen wir sagen, und keineswegs Selbstverständlichkeit in Deutschland und Hessen, das haben Sie ja ernsthaft alle nicht bestritten, können wir sagen, es ist uns besser gelungen, als in vielen Teilen der Welt mit dieser Herausforderung bis jetzt fertig zu werden. Die Wahrheit ist allerdings auch, das größte Verdienst gebührt denjenigen, nämlich in unserem Land, die selbst aus eigener Entscheidung diese Maßnahmen akzeptiert haben. Eine Regierung, auch ein Parlament, kann auf Dauer nicht regieren und ein Parlament nicht dafür wirken in der politischen und gesellschaftlichen Form der Zusammenführung, wenn die Menschen nicht in ganz großem Maße das akzeptieren. Sie leben danach. Und deshalb ist es mir wichtig, ich möchte heute all denen, die teilweise, und Frau Wissler, manchmal ist es erstaunlich, ich bin bei Ihnen, wenn Sie zum Beispiel die Kultur und alles, was dazugehört, für systemrelevant halten. Ja, das ist richtig. Und wir sind ja mit allen ständig im Gespräch. Trotzdem können wir nicht zaubern. Aber selbst viele von denen, die unter ganz persönlichen, schweren Einschränkungen leiden, haben sich an die Empfehlungen und die Regeln gehalten. Und deshalb haben wir allen Dank oder allen Anlass, dass wir denen mal danken. Herr Kollege, ich weiß nicht, ich glaube, Herr Wagner war es. Das kann man nicht von hier verordnen, sondern es ist ein Gemeinschaftswerk. Und dass wir so gut bisher durchgekommen sind, das verdanken wir auch den vernünftigen Bürgern. Die haben Verantwortungsbewusstsein gezeigt, anders als die, die zu leichtsinnig sind, und alle mal anders, die nur ihren Egoismus ausliefern, meine Damen und Herren. Das muss man auch einmal sagen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich weiß, die Zeit ist weit weg. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung zum Blick nach vorne machen. Wir werden noch lange mit dieser Pandemie leben müssen, nach meiner Überzeugung über Jahre, in unterschiedlicher Weise, und wir werden immer wieder abzuwägen haben. Sie haben darauf hingewiesen, unsere wirtschaftliche Entwicklung, ganze Branchen fürchten um ihre Existenz. Das wissen wir. Eine Vielzahl von Maßnahmen, Unterstützungen von Bund und Land helfen hier. Viele Beispiele sind genannt worden, auch unser Sondervermögen, ganz bewusst. Aber eines ist auch klar. Wir können mit Geld alleine
diese Herausforderung nicht bewältigen. Es muss uns gelingen, zwei Dinge zusammenzubringen. Wir müssen den notwendigen Gesundheitsschutz halten und auf der anderen Seite Stück für Stück zu einer besonderen Form der Normalität des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens zurückkommen. Das ist leichter gesagt als getan. Wir wollen, das müssen wir, auch die Vielfalt der Kreativität, die sich auch gerade in der Krise gezeigt hat, strukturelle Veränderungen und Neues so zusammenbringen, dass wir auch dort, wo es geht, die Krise als Chance erkennen. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann bedeutet das für mich zum Schluss dreierlei. Erstens, bei dem Umgang mit dieser Pandemie ist Ignoranz, Verschwörungstheorie, Alarmismus oder Angst der falsche Weg, genauso wie ein neuer Lockdown. Umgekehrt, meine Damen und Herren, wenn man das richtig sieht, dann muss es möglich sein, in einer Form der verantworteten Normalität Schäden zu vermeiden und Chancen für die Zukunft zu bewahren, Chancen auf Sicherheit und Wohlstand. Und was heißt das jetzt für die Landesregierung? Besonnener Weg und verantwortbare Normalität bedeutet für uns, wir bleiben besonnen. Wir halten Kurs. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam diese Krise meistern können und auch werden. Und das, meine Damen und Herren, trotz vieler Punkte im Einzelnen, über die man durchaus unterschiedlich sich engagieren kann. Es muss doch möglich sein zu sagen, wir haben viel gelernt. Wir hatten eine Herausforderung, die es noch nie gab. Die haben wir bis jetzt gut in den Griff gekriegt. Wir sind noch nicht durch, aber wir haben das Zeug dazu, auch in Zukunft die Weichen richtig zu stellen. Und deshalb haben wir Anlass, auch heute mit Zuversicht, auch in einer Krise, nach vorne zu schauen. Vielen Dank.